Hallo Freunde der Sonne, es ist stockdunkel. Normalerweise machen wir einen Tag mit und treffen uns entspannt um 10 zum Frühstück. Aber Stefan Pütz hat gesagt, Aaron kommt vorbei, wir treffen uns 6 Uhr. Was machen wir jetzt, mein Guter? Wir gehen in den Wald, wir gehen mit den Hunden spazieren. Jetzt haben wir den Wald noch für uns. Wir haben uns noch nie getroffen. Nee. Und du triffst dich mit mir auf einem dunklen Parkplatz. Hast du nicht Angst? Nee, habe ich nicht. Okay. Fängt so dein Tag an, dass du jetzt mit den Hunden spazieren gehst? Genau, es dreht sich immer alles um die Hunde bzw. um die Tiere. Bist du Hundetrainer oder hast du einfach Tiere lieb? Nee, ich habe einfach Tiere lieb, aber ich bin mit Hunden aufgewachsen. Später habe ich Pflegehunde gehabt, weil ich keinen eigenen Hund haben konnte, aus zeittechnischen Gründen. Maya ist mein erster Hund gewesen. Was ist denn, wenn wir die abmachen? Sind die weg oder kommen die wieder? Also Maya ist weg, Momo kannst du ganz normal abmachen. Ja, aber das ist ja... Maya ist ein Jagdhund, ja, die geht jagen. Ich folge dir auf Instagram, ich höre den Bach. Ist das der Bach, wo du dich immer reinlegst? Ja, hier ist das ist der Bach, ja. Ich zeig mal deine Hand. Ist die wieder komplett nach Arktik Warrior gut? Hand. Mein Finger ist ein bisschen dick, aber sonst hat Fühlst du alles wieder? Ich fühle alles Weil wieder. Weil du hast ja bei Ottos Arktik Warrior mitgemacht, genau. Und du hast dich von alleine gesagt, ich höre auf. Ich habe ein paar Erfrierungen hier an meiner rechten Hand. Habe mir irgendwas am linken Knie gemacht, irgendwas verdreht, gerissen. Geil. Sag mal, wenn jetzt meine Zuschauer dich nicht kennen, ja, und wir würden so ein Speed-Dating machen und du würdest dich so in die Kamera vorstellen. Ja. Wer bist du, was machst du, wie würdest du es machen? Hey Leute, ich bin der Stefan, ich komme aus Frankfurt, ich bin professioneller Athlet. Ich liebe es, mich gesund zu ernähren, ich liebe Tiere und verbringe den ganzen Tag nur damit, was mir Spaß macht. Aber du bist ja nicht mehr aktiver Kämpfer, oder? Doch, ich bin noch aktiv. Ja, wann ist denn der nächste Kampf? Verletzung. Ja. Wahrscheinlich nächstes Jahr Anfang. Dann hast du dieses Jahr keinen Kampf gehabt. Dann habe ich dieses Jahr keinen Kampf gehabt, genau, so sieht's aus. Wegen den, du hattest dir bei Arctic Warrior vordere Kreuzband gerissen. Mir ein hinteres Kreuzband gerissen im Oktober bei meinem letzten Kampf und dann das vordere Kreuzband beim Arctic Warrior auf der gleichen Stelle. War das der Kampf, wo du deiner Frau den Antrag gemacht genau. Genau. Ich habe es jetzt nicht im Kampf gesehen, dass du den Kreuzband gerissen hast. Nee, ist bei dem ersten Low-Kick passiert. Da bin Direkt ich so weggerutscht. Erst Low-Kick, Kreuzband ja, erster gerissen. Low-Kick weggerutscht, die Base verloren. Aber was denkt man, also ich mit meiner Einstellung würde sagen, so eine Scheiße hier, alles auf mich, ich gehe nach Hause. Was denkst ja, du dir, wenn... Aber danach ärgerst du dich, also ich meine, ohne Kreuzband kannst du kämpfen, ist nicht... Es ist nicht kriegsentscheidend, dass du ein Kreuzband hast. Kommt natürlich darauf an, wie die Verletzung zustande kommt. Aber normalerweise, wenn du einen reinen Kreuzbandriss hinten hast, kannst du auf jeden Fall weiterkämpfen. Das heißt, du in dem gleichen Fuß, du bist mit einem gerissenen Kreuzband zum Arctic Warrior gegangen? Ja, ich habe das dann alternativ einfach verheilen lassen, ohne OP. Weil meine Ärzte haben gesagt, ey, du brauchst keine OP, du hast genug Muskulatur. Hinteres Kreuzband ist nicht essentiell in dem Moment. Hast du es jetzt wieder oder immer noch? Nee, ich habe gar keine Kreuzbänder mehr. Aber du bist ja auch... Also, Riesentierfreund, du hast zu Top-Zeiten 10 Pflegehunde. Ja. Aber du hast ja nichts davor. Also, klar, die Liebe der Hunde. Ja. Aber du machst es nur fürs Herz. Aber die geben dir das alles zurück. Das ist halt Erfüllung. Das ist das, was dir etwas zurückgibt am Ende. Der Riese mit dem weichen Kern, sagen wahrscheinlich immer alle, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Oh, okay, dann bin ich der Erste. Locker 400 Meter. Da kommt nicht wieder der Hund. Mittlerweile ist es 8 Uhr, das heißt, wir laufen seit 2 Stunden durch den Wald. Machst du jeden Tag so eine Riesenrunde im Wald? Also, ich laufe nicht jeden Tag im Wald, aber dann gehe ich durchs Feld auf jeden Fall. Aber wir laufen jeden Tag um die 1,5 bis 2 Stunden am Morgen direkt. Und das zweimal. Cool, ich freue mich. Ich habe Spaß meines Lebens. Sehr geil. Ab jetzt treffe ich dich auch hier, oder? Ja, ich komme leider nicht aus der Nähe, sonst okay, wir dann, okay. Aber ich schreibe dir, wir sehen morgen um 6, dass ich auch im Wald bin. Sehr geil. Zum Alltag von Stefan Pütz gehört, sich in den Bach legen und sich in den Bach legen. Habe ich richtig Bock drauf. Joe, du könntest da trinken, will ich nur sagen. Also ich bin bereit, ich weiß gar nicht, warum du so lange brauchst. Der Herr ist übrigens 2 Jahre älter, das wird man auch am Körperbau sehen. Oh nee. Oh! Okay, geht Mo. Nee, geht nicht, geht gar nicht, geht gar nicht. Freude, schöne. Okay, und jetzt leg ich mich hin? Jetzt kannst du dich hin. Kann ich mich so in deinen Schoß legen? Das möchtest du. Oh! Das ist der beste Punkt.
Dein Hormonspiegel wird auf jeden Fall angekurbelt. Dopamin, Serotonin, Entzündungen im Körper gehen nach unten. Und du hast halt einfach ein geiles Wohlbefinden danach. Deine Durchblutung im Körper steigt. Du wirst dich wie neu geboren fühlen. Okay, hey, ich bin voll zufrieden mit meiner Leistung. Ich würde sagen, morgen treffen wir uns für 2,5 Minuten. Also wir sind jetzt beim Sport. Ich bin in Sportklamotten, du auch. Jetzt sehe ich direkt, wir kommen aus der Umkleide, dich hier. Du bist ja auch meistens Main Act, also kämpfst ja als Highlight. Du hast dich auch mal angefangen und dann stand da so Highlight, Highlight und dann die anderen Kämpfe und irgendwo ganz unten stand Stefan Pütz. Wie ist so die Entwicklung? Ja, ist geil. Ist über einen längeren Zeitraum natürlich, auf jeden Fall. Wie lange hast du? Wie das stattfindet. Also 2011 habe ich mein Kickboxen gekämpft. Da gab es noch nicht mal Poster wirklich für. 2012 dann MMA. Mittlerweile werden Stadien wie Frankfurter Festhalle so ausverkauft. Ja, also bevor wir pumpen, die letzte Frage. Bei deinem letzten Kampf, bei jedem Schlag ist das Publikum eskaliert. Auch Sprechchöre, was macht das mit, also, raffst du es im Kampf oder bist du da im Tod? Kriegt man es im Kampf mit? Ja, natürlich, du nimmst alles wahr, auf jeden Fall. Also du bist ja, ich meine, du hast monatelang auf diesen Moment hingearbeitet. Du bist von deinen Sinnen her sehr scharf. Aber am Ende konzentrierst du dich natürlich darauf, was deine Ecke dir sagt. Also die Instruktion. Hört man wirklich, was der Trainer brüllt? Ja, ich dachte, das ist eigentlich immer so, lass ihn quatschen, mach schon, was ich denke. Nee, ich habe einen extrem lauten Trainer, den höre ich immer. Okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal pumpen. Wir machen heute kein MMA. Also ich hau dich nicht kaputt, Gott sei Dank. Wie bist du eigentlich zur MMA gekommen? Also hast du schon immer cool gefunden, dich zu messen? Auf jeden Fall. Also ich hatte das Glück, dass mein Vater und meine Mutter als sehr wichtig erachtet haben, dass ich immer trainiere, dass die Kinder ausgelastet sind und eine breite Ausbildung als Athlet, aber auch als im Bereich Musik. Wir haben Instrumente gespielt. Kannst du ein Instrument? Ja, Klavier und Saxophon. Nein! Yes! Aber ich war leider nie derjenige, der für Musik jetzt gesagt hat, boah geil, das will ich lernen, sondern eigentlich immer... Kannst du was klimpern auf dem Klavier? Also, ich kann ein bisschen was spielen, ja, sozusagen. Und wann war es, dass es Kampfsport wird? Ich habe früher im Dragon Ball Z angeschaut. Oh, und alle wollten alle wollten kämpfen können. Und so ist es gekommen, dass wir uns zum Kickboxen angemeldet haben. Und dann bin ich halt zum Kickbox-Training gegangen, habe das nebenher gemacht. Ich habe damals Triathlon gemacht und... Krass. Ja. Mit 18, da bin ich in den Club gegangen, habe gesoffen und ausgeschlafen. Ich habe auch manchmal gesoffen, aber eigentlich nicht so oft. Jetzt bist du dran. Okay. Wie viel? Aber das wird nicht viel, doch... Alles gut, einfach schieben. Ah, guck mal hier. Ja, ist easy. Mach da nie was anderes. Und jetzt ziehen. Oh, meine Beine tun jetzt schon weh. Und Ausdauersport war eigentlich mein Hauptsteckenpferd. Okay. Genau, also alles, was mit Mittelstrecke, 5000 Meter, 10.000 Meter, Schwimmen, Radfahren. Schwimmen, okay, Radfahren. Das waren so meine Sachen. Dann Zehnkampf beim Leichtathletik. Kugelstoßen und Speerwurf war ich nicht so stark, aber alles, was mit Weitsprung, Hochsprung zu tun hatte, war ich sehr gut. Wenn man so denkt, ja, ich hatte eine gute Jugend, war recht sportlich, und dann steht so einer neben dir und sagt so alle Sportarten, als wenn es so ein Quiz ist. Jeder nennt eine, aber er hat das alles gemacht. Wie oft trainierst du am Tag? Einmal. Moment. Also heute eine Dreiviertelstunde auf entspannt und dann war's. Genau. Wenn ich im Wettkampftraining bin, trainieren wir 3 bis 4 Stunden. Also, ja, genau. Es sind meistens so 2 Einheiten, eine regenerative Einheit. Was ist denn eine regenerative Einheit? Regenerativ ist zum Beispiel, kann sein, Yoga, Atemübungen, Athletiktraining, was 50-60% Intensität bringt. Magst du Yoga? Ja, sehr geil. Geh ein bisschen mehr in die Knie und benutze deinen Chor, dass du ein bisschen crunched. Ich merke, mein linker Arm ist nicht so stark. Meinst du, du musst damit mehr wichsen? Danach ist er stärker. Ja? Noch 5, 6, 6. Hier gar nicht drauf eingeht, okay. Ach so, meinst du, ja. Ja, es gibt verschiedene Methoden, wie deine Kraftwerte nach oben gehen. Was siehst du? Was denkst du? 95, 100? Ja, 95. Dein eigenes 100, 105, je nach Tagesform. Wir sind besser verteilt, wa? Wenn wir einmal dein Körperteilbuch durchgehen, was hast du alles? Also jetzt habe ich gar keinen, ich bin komplett ausgeheilt sozusagen. Ja? Aber ich habe natürlich ein paar Verletzungen hinter mir, wie zum Beispiel Schneidezahn gebrochen durch Kampfsport. Oder wie ist der Schneidezahn gebrochen? Ja, der ist durch Mundschutz ein Stück nach unten gerutscht, dann getroffen. Im Kampf oder im Kampf? Ja, im Kampf war das. Und dann
ist es wie ein verlängerter Hebel, hat der Mundschutz sozusagen den Zahn nach hinten rausgebrochen. Ja. Und mein Zahn war halt wirklich nach hinten gerichtet. Ist man dann sauer auf den Gegner? Oder? Ja, natürlich, er hat das ja verursacht. Ja, kann ja sein, dass man sauer. Aber Emotionalität hat natürlich eigentlich nichts im Kampf verloren, weil Emotionalität bringt dich immer dazu, dass du Fehler machst. Ja. Und ansonsten habe ich eigentlich außer den Kreuzbandriss rechts, habe ich nichts. Ich habe letztens einen Kampf von dir gesehen, da bist du, da im Clinch ist mir manchmal mehrere Minuten. Ja. Du kannst den Clinch, mit dem Clinch kannst du einen kompletten Kampf gestalten. Ja, aber denn was denkst du, wenn du eine Minute mit jemandem so, denkt dein Kopf da was? Boah, ja. Ist das langweilig, oh geil, neue Staffel, nee. Blinders, oder? Nee. So, also ich frage mich wirklich so. Du ringst ja, am Ende bin ich jemand, der eine sehr gute Kondition hat. Okay. Das heißt, wenn ich Leute in den Clinch verwickle, werden sie tendenziell in der Regel fast immer schneller müde als ich. Wenn jemand müde ist, ist er einfacher zu werfen, der Kampfverlauf gestaltet sich zu meinem Interesse am Ende des Tages, okay. Und ich gewinne die Runden. Trainierst du doch einfach manchmal so auf Spaß? Das ist doch Spaß. Boah, schaffe ich das? Schaffst du locker. Du sagst, bei allem schaffe ich locker. Ja, das finde ich ja noch schlimmer. Positives Mindset. Also dafür, dass du sonst normalerweise nur Hanuta und Milchschnitte isst, das sieht das sehr gut aus. Da zählst du auch ganz genau mit, nicht, dass ja, du einen zu viel machst, gell? Normalerweise fange ich auch irgendwann an zu schummeln. Okay. Und guck, ob meine Trainerin guckt und ob ich dann nicht einfach kurz Pause mache. Oh nein, Aaron. Dann habe ich ja, schau mal, jetzt entsteht ja bei mir automatisch dieses Bedürfnis. Mir zu helfen. Ja, bitte dir nicht, zu helfen. Bitte doch, nicht. Doch, ich ziehe nach Berlin für ein paar Tage. Ich bin ja komplett unkompliziert. Ich komme mit meinem Zelt dort einfach hin. Ja, beziehungsweise schön. Nur mit meinem Schlafsack. Das hast du einen Garten? Ja. Ja, geil, perfekt. Wie ist deine Bilanz beim MMA? Das ist eine gute Frage. 22,6. Wie gehst du mit einer Niederlage um? Oh, gehört dazu, Sport. Man kann das nicht immer gewinnen. Das ist ein Mindset. Ich bin ganz schlechter Verlierer. Man muss verlieren und können. Und ich bin noch ein schlechterer Gewinner. Ja, jeder ist mal gebrochen worden. Jeder hat irgendwo mal verloren. Man verliert ständig. Entweder gegen sich selber, im Alltag, wenn man es so sieht, in Diskussionen, ja. Oder in Argumentationen. Und ich denke, das gehört einfach zum Leben dazu. Und es prägt dich natürlich auch als Mensch. Magst du Yoga? Nein. Warst du schon mal im Yoga? Nein. Okay, also wie ist es dann? Wie kann er denn etwas nicht mögen, was er noch nie praktiziert hat? Yes. Okay. Oh nee, das hasse ich. Magst du es nicht? Das ist Stabilität. Das ist wichtig. Dein Unterkörper und dein Oberkörper müssen miteinander verbunden sein, weil sonst klappt es irgendwann im Alter zusammen. Wenn ich jetzt mit 34 noch anfange, denkst du, ich könnte noch eine MMA-Karriere starten? Ich habe das Gefühl, dass deine Bereitschaft, alles zu geben im physischen Bereich, nicht bei 100%. Was gibt's denn zum Frühstück? Okay. Kurz nach 10. Okay, wir können, wenn du willst, können wir frischen Saft pressen gehen und zu den Schweinen gehen. Schwein hört sich gut an. Ja, cool. Wir sind geduscht und sind jetzt wo? Wir sind jetzt bei den Schweinen. Hi! Gerade. Ja, hier. Komm mal her! Wir haben 4 Schweine gerettet. Die sind leider ausgesetzt worden. Und dann die haben wir Dagi B. Ihr seht schon, das ist der Bereich, wo sie urinieren oder ihre Exkremente abgeben. Und der andere Bereich ist komplett sauber. Also das Schwein ist ultra reinlich, wenn man ihm genügend Lebensraum gibt. Und wenn du jetzt diese ganzen Hobbys hast, ja, das sind ja Hobbys, muss man sagen. Das machst du ja auch nicht, weil du reich werden willst, weil du das Fleisch verkaufst oder irgendwas. Nee. Das kostet ja alles eine Menge Geld. Ja, aber das gebe ich gerne aus. Ja? Ja, super. Schau mal, wie glücklich die sind. Ja, yeah. Ich finde es auch sehr lobenswert, dass du das alles so machst. Aber wie ist es? Wo kommt überall bei dir Geld rein? Du machst Fights. Also ich kämpfe natürlich, aber da ist kein finanzieller Antrieb dahinter. Das, was du verdienst am Ende des Tages und was du für einen Aufwand hast, das rechnet sich wirtschaftlich einfach nicht. 3 Monate für eine Wettkampfvorbereitung. Und außerhalb dieser Wettkampfvorbereitung trainierst du natürlich auch die ganze Zeit. Aber dann, wenn diese heiße Phase losgeht, die ja auch mentaler Prozess ist, hast du keine Kapazitäten für Ablenkungen. Und du musst dir überlegen, es ist ja nicht so, dass du die Möglichkeit hast, 10-mal im Jahr zu kämpfen. Du kämpfst vielleicht 2 bis 3 Kämpfe. 3 Monate Vorbereitung, bist du schon bei 9 Monaten, dann bist du schon richtig ausgelastet. Ich habe immer das Gefühl, so, wenn man so Profisportler hat, besonders Kampfsport und dann auch so durch UFC natürlich, McGregor und so, denkt man einfach, ihr seid alle reich. Du hast einen Jet und... Nein, mir geht's super. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen und ich könnte mich auch einfach mal 10 Jahre hinsetzen und nichts tun. Ah, okay. Aber, in 10 Jahren bin ich wahrscheinlich noch nicht tot, deswegen muss man schon weiter vorsorgen. Okay. Also hoffe ich noch nicht, dass deswegen ich da tot Influencer? Bin. Genau, also es ist natürlich einmal Influencer.
Ernährungsfrequenzen, dann Kämpfen und Ernährungskonzepte. Aber wie gesagt, Kämpfen, das deckt sich eigentlich immer mit dem am Ende, was du zeitlich dafür einen Effort hattest. Gab es schon eine Zeit, wo die Leute dachten, du hängst voll wie die Schweizer Bank und dabei war es gar nicht so? Ja, ja, klar, Logo. Das denken Leute immer. Zu meinem 5. oder 6. Kampf bin ich mit den letzten 50 Euro auf mein Konto zu meiner Titelverteidigung gefahren, mit der Mitfahrzentrale, weil ich mir kein ICE-Ticket leisten konnte. Ich hatte meine Gürteltasche dabei mit meinem Titel und der Herr, ein Banker, der in München gewohnt hat und in Frankfurt gearbeitet hat, hat gefragt, ey, wo fährst du hin und was ist in der Tasche drin? Ich sag, da ist ein Gürtel drin, ich verteidige den jetzt in Mainz. Hallo Schweinchen, hallo, und du bist auch da. Na? Das ist Fabio Schäfer. Wenn man den lange krault, man muss ein bisschen Geduld haben, aber der ist jetzt noch hungrig. Wie der echte? Ja, der ist auch immer hungrig. Ja. Verfressen. Jetzt muss ich einmal sagen, ich bin schon ein bisschen, wir sind seit 5 Stunden wach. Mhm. Die Schweine essen was, wir haben heute noch nichts im Bauch. Ist das bei dir immer so? Nee, jetzt normalerweise habe ich einen bisschen anderen Ablauf. Ich trinke dann direkt einen Saft. Aber wir müssen noch ein paar Sachen holen von Alnatura. Okay. Da fahren wir jetzt gleich hin und dann holen wir Frühstück. Außerdem ist es gut für deinen geistigen Prozess, wenn du zehrst. Das heißt, wenn du vollgefressen bist, funktionieren deine Sinne nicht so gut und du bist nicht so produktiv, wie wenn du leer und nüchtern bist. Das ist geil. Also, du meinst die Befriedigung, wenn du gegessen hast? Ja. Ja, aber es ist doch auch geil, wenn du nichts gegessen hast und total krass funktionierst. Aber isst du sonst einmal am Tag? Also ich esse tatsächlich 3-4 Stunden am Tag ungefähr und dann mache ich das Fenster wieder zu. Also ist von 12 bis 16 Uhr und dann ist Feierabend? Eigentlich sogar ein bisschen später. Ich bin jemand, der eher um 15 Uhr anfängt zu bis essen. Bis 19 Uhr? Ja, sowas rum. 19, 20 Uhr und dann ist Finish wieder. Ich habe letztens bei Tim Gabel im Podcast gelesen, so und so viel Kilokalorien. Mhm. Wie viel isst du am Tag? 5.000, 6.000. Krass. Ja. Wie sieht es denn aus mit Kindern? Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. In der Zeit bei McDonald's tatsächlich gejobbt gehabt. Du machst morgens deine Türen auf und Ponys und Pferde laufen rein. Das ist ja der Hammer. Wie ist aktuell der Stand zwischen dir und Echo? Ich habe gar kein Problem mit ihm. Ich glaube, er auch nicht mit mir. Für mein Buch hat er sogar 1-2 Seiten, also ein Interview dazu geliefert. Ich fand das sehr sympathisch, sehr nice. Aber wir haben uns nie wieder gesehen. Er ist doch in Köln, ich bin hier.